Ich grüße Sie und euch ganz herzlich. In der letzten Woche habe ich einige Tage in Sachsen-Anhalt verbracht, unter anderem auch in Halle. Besonders angezogen hat mich dort die Himmelsscheibe von Nebra. Sie werden sie bestimmt kennen. Ist ihr Fund 1999 noch nicht allzu lange her und ihr Auffinden wurde von kriminellen und aufregenden Ereignissen begleitet. Von dieser Scheibe geht eine unglaubliche Faszination aus. Ohne zu tief in die wissenschaftlichen Feinheiten eindringen zu wollen, stammt diese Scheibe aus der Bronzezeit, ist ungefähr 3700 bis 4100 Jahre alt. Unschwer sind die Sonne, die Sterne, die Mondsichel zu erkennen. Und damit hat die Himmelsscheibe als Erinnerungshilfe für die Bestimmung des bäuerlichen Jahres von der Vorbereitung des Ackers bis zum Abschluss der Ernte gedient. Sie gilt auch als älteste Aufzeichnung von Schaltmonaten. Als letzte Ergänzung kam ein weiterer goldener Bogen mit zwei parallelen Längsrillen hinzu, der als Sonnenschiff gedeutet wird. Einige Forscher gehen davon aus, dass religiöse Symbole zusammengeführt wurden und die Himmelsscheibe könnte auch eine religiöse Botschaft repräsentieren. Soweit in aller Kürze eine Beschreibung der Himmelsscheibe. Mich hat zum einen beeindruckt, mit welcher wissenschaftlichen Kenntnis die Menschen schon zu dieser Zeit gelebt haben. Und das lässt mich mit einer gewissen Demut auf unsere heutige technisierte Welt schauen. Zum anderen beschäftigt mich der Umgang mit dieser Scheibe. Als sie ihre Funktion verlor, ist sie begraben worden, zusammen mit Grabbeilagen. Ganz bewusst ist hier ein Ritual genutzt worden. Altes, ausgedientes soll nicht einfach nur verschwinden, sondern es bedarf eben eines Rituals der Wertschätzung. Eine Inspiration auch für uns heute. Denn auch wir müssen uns manchmal trennen von etwas, was uns am Herzen liegt, was unser Herz beschäftigt, das aber in unserem Leben ausgedient hat. Wir können unsere Trauer symbolhaft und liebevoll begraben, auf die uns eigene Weise, angereichert mit unserer vielfältigen Fantasie und uns dann freier auf Neues konzentrieren. Altes verliert nicht die Bedeutung, nur weil es nicht mehr von Nutzen ist. Eben da hilft das Ritual. Die Menschen zuvor haben es uns vorgemacht. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund.